Freiheit. Vorbemerkung. Die deutsche Künstlerin Anne Imhoff bespielte mit ihrer Performance Faust bei der heurigen Biennale in Venedig den Deutschen Babylon und erhielt dafür den Goldenen Löwen. Sie sagt: Ich baue mir Mauern, um frei zu sein. Die großen Ideologen des Mauerbaus, Geert Wilders, Le Pen, Strache und Co., wurden zwar etwas eingebremst, die Ziegel für den Bau liegen aber weiterhin bereit und der Mörtel wird eifrig umgerührt. Einen anderen Mauerbauwilligen betrachte ich aber als absoluten Glücksfall für die Menschheit. Donald Trump. Mit seinem Auftreten, Handeln, dem Erfüllen seiner Wahlversprechen sollte es auch dem Allerdümmsten seiner offensichtlich auf dem geistigen Niveau eines Viertklässlers stehen gebliebenen oder auf dieses heruntergesoffenen Wähler in kürzester Zeit klar werden, was es heißt, einem pubertierenden Dummkopf das Steuer zu überlassen. Was es wirklich bedeutet, wenn reißerische, hetzende, die Gemeinschaft zersetzende Parolen zur Umsetzung gelangen. Jo, eigentlich fühle mich frei. Richtig frei und sicher. Ich meine, ich gehe zwar nicht mehr aus dem Haus, kannst du gar nicht. Bei denen, was rund um uns herum passiert, ich bin ja kein Selbstmörder. Hab sie sicher auch schon gehört, erst vorgestern, haben sie in Manila ein paar islamistische Gefraßte ein Hotel überfallen. Gut, heute sagen sie, es war verrückt, aber verrückt sind sie alle. Und vor kurzem das Blutbad in Manchester, davor in Schweden, in Russland, gar auf einem Christkindlmarkt in Berlin, in Frankreich, Nizza, in Belgien und noch ein paar andere, immer das Gleiche, werden fast 170 Leute in Europa. Sag, wo werden das noch hinführen? Rund um uns nichts, als wir Chaos, dort und Verderben. Aber eigentlich fühle ich mich frei. Ich meine, ich muss ja nicht unbedingt aus dem Haus. Ich bin ja in Pension. Das Essen kommt eh auf Rädern und was ich sonst noch brauche, liefert mir der mit dem Hausverstand. Und wenn man aber eine Kleinigkeit feilt, ich meine, bei der Gesundheit, meine Hausärztin heißt nicht umsonst so, da ist mir noch halbe was eingefallen, als ich ins Haus komme. Bitte, vor 3 Wochen war ich auf 4 Tage im Krankenhaus. Nein, nichts Ernstes, mehr will ich aber darüber nicht reden. Bemerkung aus dem Off: Die kleine Zeitung schreibt am 15. Mai, Bad Kleinkirchheim, ein 63-jähriger Pensionist wurde von seinem eigenen Wachhund beim Versuch, diesen zu füttern, in die Hand gebissen. Das Rettungsteam der Johanniter gelangte erst auf das mit Mauer und Zaun fast wie eine Wehrburg befestigte Grundstück, nachdem die örtliche Polizei den Hund erschossen hatte. Die Rettung hat mich daheim abgeholt und danach habe ich daheim geliefert. Ich habe keine Angst nicht gehabt, dass die Islamisten ein Rettungsauto angreifen taten. Und im Krankenhaus, die Doktoren haben alles tadellos im Griff gehabt. Ich habe sie aber gleich geschrieben, dass ich mich noch sicherer gefühlt hätte, wenn ein bewaffneter Wachmann bei der Tür standet. Bemerkung aus dem Off: Einer Studie zufolge sterben in Europa jedes Jahr ca. 91.000 Menschen an im Krankenhaus erworbenen Infektionen. Ich habe jetzt einen Hund, einen neuen, einen Wachhund. Der alte ist leider gestorben. Hund haben's gut bei mir, einen schönen Auslauf. Ich hab ein bisschen einen Zaun um mein Platzl gezogen, damit er mir nicht davonläuft. Na, Eier auf meinen Grund kommt nicht, den ich nicht da haben will. Schon einmal, zwingst einen Hund und Kameras hab ich auch aufgestellt. Da überwache ich jeden Zentimeter von meinen Heimatlern. Ma ja, schön war's schon, Enter. Wie ich mit meinem Hund noch bin in die Berg gegangen, Wöllner noch, mir noch, Rosenock. Stimme aus dem Off: Im Jahr 2016 starben 267 Menschen in Österreichs Bergen. Kommst du hinten nicht mehr machen? Geht nicht. Das fällt mir noch, dass mich da so ein Islamisten-Sturmtrupp ein Gipfelkreuz erwischt. Die wollen die alle Kreuz niederreißen und sie in den Mond aufstellen. Nein, mit mir nicht, mit mir nicht. Bin schon länger nicht bei meiner Schwester gewesen. Macht aber auch nichts. Ich sehe sie und die Mutter alle Wochen einmal übers Internet. Ist ja heute kein Problem. Ich setze mich nicht in ein Auto, das nachher vielleicht in die Luft gesprengt wird. Ja, bevor sie gekommen sind, die ganzen Islamisten, da haben wir noch Ausflug gemacht. Einmal waren wir beim Tristacher See in Osttirol. Mein Gott, ist dort schön. Stimme aus dem Off: 2016 starben auf Österreichs Straßen 427 Menschen. Kannst du heute nicht mehr machen. Geht nicht, wenn du überleben willst. Und außerdem, aber was will denn jetzt der Hund? Was will denn der Hund? Stimme aus dem Off:
Und hier die neuesten Nachrichten. Unser glorreicher Führer, Hatzi Strache, berichtete vom einstimmigen Beschluss seiner Regierung, auch die Grenzen zu Deutschland mit einer 4 Meter hohen Mauer gegen das Eindringen subversiver Elemente zu sichern. Von der Wiener Börse kann berichtet werden, dass die Werte der börsennotierten Baustoffproduzenten die aufsehenerregende Entwicklung ihrer Kurse mit einem neuen Höchstwert fortsetzten. Die vorhersehbaren Verleumdungen der Opposition hinsichtlich Insidergeschäften wurden auf das Schärfste zurückgewiesen. Kärnten, Bad Kleinkirchen. Ein 63-jähriger Pensionist wurde gestern Abend Opfer einer tödlichen Attacke seines Wachhundes. Diesem, dem Hund, gelang mit dem Sprung über eine hohe Mauer die Flucht in die Freiheit.